Herzlich willkommen zu meinem 44. Kurzvideo zu Windows Grundlagen. Grundkompetenzen. Ich zeige dir, wie du mit einer Taste und mit der Maus zoomen kannst. Das heißt, du lässt die Steuerungstaste gedrückt, fährst dann dorthin, wo du zoomen möchtest. Und du hast die Maus in der Hand mit einem Rollrad. Wenn du die Steuerungstaste gedrückt hast und das Rollrad bewegst, je nachdem wie du es bewegst, das Rollrad, wird dann die Darstellung größer und kleiner. Und das funktioniert auch zum Beispiel im Word. Wieder Steuerungstaste gedrückt, ich habe es vorher ausgewählt. Und verändere dann mit meinem Scrollrad dann hier dementsprechend mit einem Scrollrad dann die Darstellungsgröße. Eine ganz geschickte Sache. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.